Unser neuer Stellplatz. In. So, hier stehen noch andere. So, hier sind aber noch Plätze frei. In Piotr. Piotr, Piotrzy, wie auch immer. Das ist jedenfalls ein öffentlicher Platz. Man kann Spenden dafür abgeben, wenn man hier steht. Man kann aber auch einfach kostenlos 7 Tage stehen. Hat Wasser und Abwasser. Top, oder? Ja. Und jetzt gehen wir mal hoch in die Stadt und erkunden ein bisschen das Städtchen. Okay. So. Für Eisenbahnfans. Na? Das ist mal ein cooles Ding hier. Mit Holzdachkonstruktion, eine Dachpappe drauf, festgenagelt. Sehr cool, ja. Und hier der Kohlenwagen dahinter, ne? Feuerstelle, ein Kessel, wie sich da gehört. Das Ding heißt Old Faithful. Ist das cool? Leider hinter Gittern, also wir können nicht drauf rumklettern. Macht man ja auch nicht. Old Faithful. Ja. Ne? Das ist ein Reminder, ein Erinnerungsstück an die Zeit, als hier alles mit der Bahn geschah. Okay. 1279. Old Faithful. So, jetzt sind wir am alten Opera House und am Jam, am Theater, in der Innenstadt, in der City. Hier ist Overland Hotel und Saloon. Einmal ein kurzer Rundumblick in die Altstadt von Piotrzy, wie auch immer man das ausspricht. Werden wir noch merken, werden wir noch lernen. Okay, dann gehen wir mal weiter und schauen uns die einzelnen Häuschen hier an. Und nun sitzen wir neben der Telefonzelle. Real existierende Telefonzelle, nur mal so. Kannst du wohl kein Geld reinschmeißen? Keine Ahnung, wie die funktioniert. Ja, gegenüber vom Freudenhaus und Chamber de Commerce. Chamber of Commerce. So. Und hier sind ein paar Salons und ein paar Geschäfte und die sind alle irgendwie tot. Aber richtig tot. Ja, wir machen uns auf und gehen da wieder runter. So. Ja. Okay. Und dann gehen wir heute Abend mal in den Salon ein bisschen Bilder spielen. Jeha. Jo, wir haben dann doch ganz schnell Campground gewechselt. Die Stadt verlassen. Ja. Haben uns irgendwie nicht wohl gefühlt, so in der Stadt zu campen und nebenan einer mit Generator, dann knattert der nachher die ganze Nacht. Und, spielen die Kinder. Ekelhaft. Das hat er gesagt. Ja, und das ist jetzt die Zufahrt zu unserer Alternative, die wir die ganze Zeit schon Kopf hatten. Hier haben wir uns auch schon mal mit Job angeguckt. Die Strecke hier geht jetzt 2 Meilen und dann stehen wir auch wieder in der Pampa. Also so richtig in der Pampa. Irgendwo da hinten vor den Bergen. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, sehr wahrscheinlich nicht. Da ist noch Schnee drauf. Aber in der Sonne ist es schön warm. So, noch ein bisschen. Und dann cross your fingers, dass wir hier oben auch einen Platz bekommen und jetzt nicht die 2 Meilen umsonst hier hochfahren. Schon. In die Pampa. Da steht keiner, das ist einer. Ja, als wir gescoutet haben im Jupp letzte Woche, einer da. Stand einer da, ein Camper. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, angekommen. Hier sieht man dann den Platz. Da so gegen die Sonne sieht man so ein paar Picknickhütten,
mit Grill und Feuerstelle. Da ganz hinten im Wald steht einer, so ein bisschen versteckt. Und wir haben das auch gemacht. Das ist jetzt wirklich Boondocking. Wir haben uns jetzt wirklich in den Wald angedockt. Genau. Steht zwar falsch rum, aber es ist halt mit dem Jupp, damit der Jupp besser runter kann. Wegen der Sonne hauptsächlich, oder? Und auch wegen der Sonne. Wir morgens. Wir haben jetzt, die Sonne geht da unter und geht da auf. Und wir sind halt hoch in den Bergen und damit ein bisschen morgens schnell warm wird, stehen wir jetzt halt hier so in der Pampa und können vorne alles auflassen, dass morgens schnell die Sonne reinkommt und alles warm wird. So, und hier haben wir eine Feuerstelle. Und Holz liegt auch schon da. Und keine Ahnung, was das für Plastik ist. Also irgendeine Holzkunst. Hat man nicht verbrennen. So, ja. Das ist jetzt erstmal absolute Ruhe. Unser nächster Stellplatz. Circa 6 Meilen nördlich von Pajotsch. Und die Schnecke guckt auch schon nach Rehen, die sollen hier rumlaufen. So, ja. Lassen wir uns mal überraschen, wie lange wir hier bleiben. Ja, unser Stellplatz. So. Gerade noch welche gekommen, die hier picknicken. So, da oben ist noch ein bisschen Schnee auf den Bergen, aber das ist noch ein paar Meter höher. Ganz weit in der Ferne ist auch noch Schnee zu sehen. Ich versuche da mal irgendwie ran zu zoomen. Also in ganz hohen Höhen. Ja, hier wird der Wind mal wieder. Aber da ist unser Platz im Wald. Ja. Pajotsch, Nevada, Nevada, Nevada. So, Boot Hill Cemetery. Der Friedhof der ganz bösen Jungs. Und ich denke mal, das sind alles nur Jungs. Also, 72 Männer wurden hier beerdigt, bevor hier in der Stadt überhaupt jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Und das sind alles die, hier sind die ehrbaren Bürger. Da hinten ist noch ein Friedhof. Hier vorne der in grün ist der ehrbare Bürgerfriedhof. Und hier ist der böse Jungsfriedhof. Ja. Und ich glaube, die bösen Jungs werden häufiger besucht als die ehrbaren Bürger. In dem steht schon, dass er erschossen worden ist. Am 20. September 1870 killed bei George Hirsch. Georg Hirsch. Georg Hirsch hat ihn niedergemetzelt, den Harry Gorman. Ja, also, ne, das ist eine alte Minenstadt. Hier haben sie Silber abgebaut. Und haben sie überall in dem ganzen, in den ganzen Bergen hier, überall hat hier jemand, irgendwo hat irgendjemand gebuddelt. So, und davon sieht man auch viele Überreste. Nachher wurde das hier professionell gemacht. Die haben dann auch nochmal in den 30ern des 20. Jahrhunderts dann nochmal Zink und Blei abgebaut und ja, dafür haben sie hier so eine Bahn hin gebastelt, um die da unten in der Mühle das Gestein zu zerbrechen und kleiner zu machen, was du aus den Bergen da oben rausgeholt hast. Und das ging alles über Schwerkraft hauptsächlich. Die hatten noch einen 5 PS Motor, der die ganze Bahn angetrieben hat. Und die gingen ganz, ganz schönes Stück von da oben, also richtig weit. Und die schweren Körbe, die haben halt die leichten wieder hochgezogen, ne? Mit Hilfe von diesem kleinen Motor. So, die Bahn soll immer noch funktionieren. Sieht auch recht stabil aus, muss ich sagen. Ja, aber wir sind jetzt halt bei den bösen Jungs. Und weil hier die ganzen Minen waren, und die ganzen Claims waren, kamen natürlich Glücksritter aller Art hierher und dachten, nehme ich mir auch einen Claim. Und dann gab es viele Streitigkeiten
von, naja, das ist meiner und das ist deiner und das gehört aber noch mir und das gehört aber noch dir. Und was haben sie gemacht? Ja, sieht man ja. Und dann endet man hier. Also. Wir gucken uns jetzt mal an, wer hier so alles liegt. Der ist erschossen worden, weil sie eine Diskussion über einen Hund hatten. Ja, ne, würden wir auch machen. Wären wir irgendwie bewaffnet und wir diskutieren über unsere Hunde, da schießt man schon mal schnell. Ja, ob das hier alles so stimmt oder ob das hier ein bisschen nachgestellt worden ist und so. Anhand dieser alten Bretter und wie die da eingeritzt sind, ich würde sagen, das stimmt so. Ich würde sagen, das ist so. Shot by Officer, 5 times. Ja. Also die Officers hatten hier gut zu tun. Die größeren oder reicheren Claim-Besitzer, die haben, weil das hier alles mit Recht und Ordnung nicht mehr so richtig funktionierte und die Sheriffs eigentlich gar nicht mehr nachkamen, haben die Gunmen angeheuert. Die haben ganz gut Kohle bekommen, ich glaube $20 am Tag, war viel Geld. Und die haben halt bei solchen Streitigkeiten sehr schnell geschossen. Ja. Also, die sagen, das ist hier mehr abgegangen als in Deadwood und Tombstone und Bodie und den anderen bekannten Westernstädten. Als in diesen bekannten Orten. Piotsch soll wirklich Nummer 1 gewesen sein unter den Schurkenstädten. 10.000 Leute haben hier gewohnt, teilweise. Heute haben wir noch, ich glaube, im ganzen Umkreis zusammen 800 oder 900 Leute, die hier wohnen. Ist richtig nett, ne? Also die bauen auch neue Häuser und hier ziehen auch Leute wieder her, komischerweise. Und soll die lebendigste Ghost Town. Das ist alles schon Paradoxum an sich, ne? Die lebendigste Geisterstadt. Das ist alle 1870 irgendwie, ne? Ja, da ging ja auch hier ab, ne? Also in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ging das hier ab wie Schmitzkatze. Als die halt hier Silber abgebaut haben. Die haben für Millionen Dollar Silber abgebaut. Zisch. Und das kannst du in den heutigen Wert gar nicht umrechnen. Also massenhaft. Und hier war viel zu holen. Hier war aber auch, ne, viel zu verlieren. Ja, und die hier haben alle verloren. Ja, so ist das. Ne, das ist die Geschichte. Hallo Reh. Hallo Reh. Sieht man's? Das ist so ein bisschen gegen die Sonne. Weißwedelhirsch. Du bist ein Weißwedelhirsch. Tschüss Reh. Das läuft hier einfach so, ja, über die Terrasse. Wildlife, ne? Wir den Katzen, der vorne links sitzt. Das ist ernst. Ja, das haben wir hier schon mal rumrennen sehen. Also, das hängt hier in dem Viertel aus, dieser kleine Weißwedel. Wir fahren hier. Ja, wir suchen die Nähe des Menschen. Wir fahren hier die Sträßchen ab und gucken mal, ob hier noch so ein Cabins ist und so. Das hier ist auch for sale. Richtung Mine. Wo ist die Mine? Achso, da oben stand ein Stück, ne? Mhm. Jetzt kommen wir jetzt dann hier auch hoch. Wir kurven mal ein bisschen rum, ne? Wir sind im Spring Valley State Park, Nevada. Wie man sieht, schönen See.
gleich kommt auch noch ziemlich spacige Landschaft. Da wollen wir vielleicht mal einen kleinen Hike machen. Landschaft machen wir gleich mal einen kleinen Hike. Ja, hier ist ja schon klar, das ist halt anders. Also. Ja, hinterm Ranger, das ist Ranger Station. Dahinter ist der Campingplatz. Ne? Das ist jetzt keine Station, wo jetzt Visitors Information ist, Besucherzentrum. Ja, und er wohnt da einfach nur. Und scheint hier nicht viel zu tun. Sehr speziell, dieser Campingplatz. Das muss man sagen. Ne? Ja, nur für. Ja, noch nicht mal ein Zelt passt. Nee, gar nichts. Eigentlich ist ein Campingplatz für nichts. Eigentlich ist es nur ein Parkplatz. Aber sie haben es ausgeschildert als Campingplatz. Ich bin gespannt, ob da einer ist. Wie denn? Da passt keiner hin. So, alleine die Einfahrt, die ist schon sehr speziell. Also, wenn ihr jemals hier sein solltet, nehmt den ersten Campingplatz. Denkt gar nicht erst daran, den zweiten zu nehmen. Es sei denn, ihr wollt im Auto schlafen. Der erste ist ganz nett, der ist schön groß. Ja. So, jetzt die Einfahrt alleine schon. Ja, hier mit so einem Wohnmobil oder sowas. Leihwohnmobil sowieso schon. Selbst das kleinste Wohnmobil wird hier nicht hinpassen. Nee, also ihr den merkt schon. Campingplatz nehmen. Entschuldigung. Nicht den zweiten. Hoppa. Weil, der erste ist direkt am See. Je nachdem, welchen Stellplatz man erwischt, hat man vielleicht noch Seeblick. Ja, das ist ganz cool. Aber hier passt bei aller Liebe kein Wohnmobil. Und kein Service, ne? Du hast also gar nichts. Also keinen Strom, gar nichts. Auf beiden nicht. Aber der hier, hier hast du noch nicht mal Platz. Die haben sich hier viel Mühe gegeben. Ja, überall. Du sollst hier Self-Registration, kostet immerhin auch noch 15 Dollar. Ne? Die wollen immer noch 15 Dollar haben. Ja. 5 Dollar Eintritt und 10 Dollar für... Also 20 Dollar, um nur hier zu parken. Ja, hier unten ein Toilettenhäuschen. Trocknet natürlich. Also das hier ist der Platz, da kann man stehen. Wo diese Shelters stehen, hier sieht man mal so eine Side. Ja. Die ist komplett schräg. Ja. Da ist kein Platz, ein Zelt aufzubauen, es sei denn, man schläft im Hang. Ja, und daneben, da ist so Betonfläche und daneben. Kein Platz, um ein Zelt aufzubauen. Der wird vielleicht noch gehen. Vier ist vielleicht noch, dass man da hinten irgendwie ein Zelt hingezimmert kriegt. Schwierig. Oder im Auto daneben parken. Das Auto ist aber zu hoch. Hier, der wird noch gehen, aber da muss man schon mini. Ja, wo ist denn so ein Zelt? Und vorne irgendwelche Stützen runter. Genau. Wenn man im Auto steht. Ganz kleines Wohnmobil könnte gehen. Ja, und das war's dann auch schon, ne? Wir machen jetzt hier ist nämlich ein Trail. Da geht ein Trail rein. So. Dann parken wir. Da vorne ist ein Parkplatz, ja, das ist der offizielle Park. Hier ist auch ein Zeltplatz oder Campingplatz. Ja, aber also man muss unmöglich zu stehen, du kannst unmöglich. Ah. Geht nicht. Also selten. Keine gerade Fläche für ein Zelt, gar nichts. So. Hier, der Platz, wo ein kleines Wohnmobil stehen könnte, ist nicht als Campingplatz ausgewiesen, sondern Parkplatz. Und der stehst du aber auch schon extrem bergab. Wir stehen sehr bergab. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Landschaft an. Ja, so,
man sieht den Höhenunterschied einfach nicht. Ne? Also da oben ist ein Plateau. So. Das ist jetzt dieser Campsite hier. Und das ist alles sehr schräg. Man könnte hier vom Platz her parken, wenn das alles ein bisschen gerade wäre, sogar ganz gut. Kann man aber nicht. Ist alles ein bisschen schief. Egal, hier geht der Trail los. Und da machen wir jetzt ein Stückchen von. Und gehen durch diese schöne Felslandschaft hier. Spring Valley State Park, Nevada. Okay. Also mal wieder wunderschöne Gegend und wunderschöner Trail hier im Wald. Ein bisschen windig, also auch nicht zu heiß heute. Angenehm. Ja, ich denke, wir haben die Hälfte ungefähr. Weiter geht's. Ja, also stellenweise ist der Weg ganz gut markiert, aber stellenweise halt auch eben auch nicht. Und der ist auch schwierig zu gehen. Der ist nicht so einfach. Also rutschig und naja, halt nicht so einfach. Ne? So, Pause im Schatten. Wir haben auch den höchsten Punkt eigentlich erreicht hier und gehen jetzt wieder zurück. Schöner Loop. Ein bisschen knifflig, aber sehr schön. So. Also wie es scheint, haben wir den State Park verlassen, sind jetzt auch auf dem Scenic Byway. Und der führt hier noch ein paar Meilen über eine Schotterpiste in die Berge hinein. Wir sind gerade an einem Schild vorbeigefahren, das unheimlich beschossen war. Und auf dem war aber noch so zu entziffern, dass es für normale PKWs und für AVs hier eher nicht so gut ist, herzufahren. Wir machen das. Wir fahren hier lang. Okay. Ja, Wildlife, ne? So immer ein bisschen Augen aufhalten. Fahren wir schon weiter. Auf unserem Scenic Byway hier. Wir fahren mal ein bisschen den Graben. Okay. Ja, jetzt fahren wir auf den Schnee zu, haben hier rechts und links Wasser, was hier runterfließt. Jetzt wird's modrig. Ja, jetzt wird's modrig. Also, Allrad rein und durch. Erstmal ohne Allrad. Erstmal ohne Allrad. Das ist nicht schlimm. Ja. Im Rollen bleiben. Durch, durch, durch. Und alles dabei schön filmen. Und. Ja, und ohne Allrad. Durchgeflutscht. Ich weiß noch nicht, es war eine Kreuzung, ob wir links oder rechts fahren sollten, aber. Ist doch noch kein Schild. Nö. Halten wir uns mal weiter links. Okay. Ja, wir werden hier gleich schon lost in the mountains sein. Naja, ein bisschen Sprit haben wir noch drin. Und gleich stehen wir im Schnee. So, jetzt haben wir uns hier den Berg rauf gekämpft. Und stehen an Mount Wilson. Mount Wilson Wilderness. Es wird ein bisschen frischer. Auch ein bisschen windiger mal wieder. Aber
Wir sind schon noch ein bisschen Schnee vorbeigefahren. Wäre cool, wenn wir den Hunden gleich noch mal ein bisschen Schnee zeigen könnten. Weil unten bei der Wanderung im Spring Valley, da war schon sehr warm. Und jetzt, ja, stehen wir im Schnee, ne? Also, weiter geht's. Schnecki, komm mal her. Fein! Ja, mussten wir den Hunden jetzt einfach mal zeigen, weil das so ein krasser Gegensatz ist. Billy, Billy, hier bleiben, bitte. Und das ist so cool hier. Also dieses Tal hier unten, das ist der Wahnsinn. Ja, das soll man alles nicht sagen. Das ist alles Nevada. Nevada ist geil. Absolutes Cowboyland, absolut geil. Das stehen wir im Schnee. Einmal den Hunden den Schnee gezeigt und weiter geht's. So, ich glaube, höher kommen wir nicht. Ich glaube, da vorne geht's dann wieder abwärts. Und dann geht's wieder ins Tal. Das ist schon sehr cool. Sehr cool im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, das ist warm. Es ist angenehm warm und das sind nur noch die Überbleibsel hier vom Winter. Und da ist Great Basin National Park. Ganz weit in der Ferne. So, da. Da fahren wir noch hin. Ja, immer dabei bleiben. Erstmal sind wir noch ein bisschen hier State Park-mäßig unterwegs. Ich glaube, da kommen noch so. 1, 2 und dann geht's zum Nationalpark. Gut, dann wollen wir den Jupp mal wieder runterbringen, Heile und uns. Ja, das ist Schnee. Eben, ist nur Schnee. Er geht aber trotzdem mal checken. Ja, da ist noch keiner durchgefahren irgendwie. Und das ist schon ein bisschen vereist. Jo. Ja, in der Mitte ist der Hügel schon ein bisschen höher, aber hey. Vor allem immer viel so Steine drin. Ja. Mmh. Hier ist so. Oh. Oh, hier kommt der Abhang. Oh. Oh, der Abhang. Oh. Jawolla. Also da hängt schon ganz schön abwärts. Gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, Moment. Ich überreiche. Ja, also hier haben wir uns jetzt durchgekämpft mit dem Jupp. Hat er gut gemacht. War ein bisschen Schräglage und hier auch ein bisschen tiefer der Schnee, wie man sieht. Wir haben uns aber einfach da durchgekämpft. So, schlimm war das halt nur, weil es hier so abwärts geht. Und hier geht das richtig abwärts. Ne? Also hier. Uiuiuiuiuiui. Das ist alles butterweich und matschig. Ja, da haben wir eine Furche hinterlassen, ne? Ja. So. Knie hoch, der Schnee. Und noch ein bisschen höher. Wir haben es geschafft, tralala, einfach durch. Ja, weil der Jupp mit uns alles mitmachen muss, du. Ja, ja, ja. Eben noch die feinste Schotterpiste. Alles voll verstaubt und jetzt hier schön unter Bodenwäsche. Mit Schnee. Ja, weil ne, das abfließende Wasser macht das hier schon ziemlich weich und das ist eine harte Kante hier. Also, ne, man kann da auch schon mal so ein. Aber da ist es gut gegangen. Weiter geht's. Ja, wir sind mal wieder auf Geisterstadt-Tour. Da haben wir hier das Windrad und zwei alte steingemauerte Hütten. Da hinten drei
Kohleöfen, also deine Kohlecoins, Kilns, wie auch immer, wo man Holzkohle hergestellt hat. Okay, wir gehen mal drauf. Freundehütte, also die erste Hütte war da hinten, da ist kein Dach mehr drauf. Hier der Boden, das ganze Plateau hier, wo die Hütte draufsteht, ist wie Schlacke. Wieso? Schlacke halt. Kohleöfen. Grüne, hellgrüne, dunkelgrüne, graue, braune Steine, schwarze, sehr, sehr geil. So, und hier, Mensch, wunderschön. Ein paar neue Bleche drauf, bisschen Isolierung. Neue Tür eingebaut, ein paar Fenster und fertig ist die Hütte. Sehr, sehr cool. Hier mit Kamin, wunderbar. Am besten ist der. Ja, am besten ist der Schornstein. Ist nämlich keiner da. Sieht da außen raus. So. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal. Oder fahren wir noch zu diesen Kohledingern da hinten rüber. Wo sie die Holzkohle gemacht haben. Das ist wieder sehr windig, ich weiß. Sind wir drin? In den Bienenkörben hier. Ja, was haben sie gemacht? Die werden hier das Holz reingestapelt haben von Unipalm, Pinien. Und dann haben sie das hier Luft angestocht und dann luftdicht zugemacht. Und dann verkohlen lassen. Ne? Ich kenne das nur aus Deutschland oder aus der Eifel. Die haben dann ein Feuerchen gemacht, aufgeschichtet alles und dann haben sie das mit Erde abgedeckt. Ja, hier haben sie halt so eine Dinger gemauert. Ja, und das ist schon lange her und die stehen immer noch, weil die Konstruktion sehr gut war. Sieht man ja auch hier. Das sind also wirklich, ne, breite, breite Mauern. Ja, drei Stück. Drei Stück haben sie davon. Also die haben wir jetzt hier auch noch nie gesehen. Also so Rottönen und Gelb und Braun und Grau. Aber so eine grünen Steine. Ja, die Konstruktion, die halten, ne? Relativ lange. Das riecht noch immer ein bisschen. Na klar, die Steine, ne? Wie ein alter Kamin. Wie nichts anderes ist. So, unter den ganzen grünen Steinen hier ist mal ein roter dabei, der war aber nicht vermauert. So, die letzte Hütte noch. Ja, man sieht, wie der reingeht mit der Höhe hier. Oh ja. Naja, so schnell fallen die denn nicht runter. Das ist schon ganz gut durchdacht. Ja. Das ist halt mangelnde Pflege. Wenn man das nicht mehr braucht, dann setzt die Witterung halt ein Zeichen. Der Wind. Und dann fällt alles zusammen irgendwann. Aber die Konstruktion ist wirklich gut. Das sind die Kohlenöfen. Da hinten die Hütten. Weiter geht's. So, ja, leider wieder sehr windig. Wir sind mal wieder Offroad unterwegs. Und hier blüht die Wüste. Rot, Gelb, Lila. Ach, das ist wirklich so schön. Nein, das ist eine Wolke. Ich hörte mal wieder. Lake Valley, wo wir beim letzten Mal
bisschen Offroad, ne? Der Weg geht noch ein bisschen weiter. Das war aber schon sehr spektakulär, hierher zu kommen. Also hier zum Beispiel, ne? Also hier liegen Felsen, Steinchen. Das ist ja nur ein Steinchen hier, aber da unten, ja, auf dem Weg her waren das schon ganz schöne Hürden zu nehmen für den Jupp. Naja, wir fahren mal ein bisschen weiter. Er macht das schon. So, jetzt haben wir unsere Offroad-Tour hinter uns. Sind hier jetzt noch an so einer Minenstadt vorbeigefahren, Caselton. Und dann kommen wir hier an ihm vorbei. Der steht hier scheinbar schon, also angemeldet das letzte Mal war er 2006. Und hier liegt alles rum. Alles, was da drin war. Hier sieht man ja teilweise auch gute Sachen. Aber teilweise auch ganz schön fertig mit der Welt. Ja. Braucht noch einmal einen schönen Dodge Ram. Hier ein 150er. Ein super schöner Van. Also ich verstehe das nicht. Ich kann nicht verstehen. Warum stellt man den hier hin? Naja, ist so. Wir fahren mal weiter.